Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Print, dieses Mal im Großformat. Also lehnt euch entspannt zurück, holt euch was zu trinken und vielleicht auch Popcorn. Ich war vor ein paar Tagen im Kino und habe mir die neuen Dungeons & Dragons angeguckt. Und mein Kollege, der Andreas, ist ein riesen Fan davon. Und deswegen habe ich mir gedacht, anlässlich seines Geburtstages mache ich ihm eine kleine Freude und habe ihm diesen schönen Dice Tower gedruckt. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch heute. Wie ihr seht, steht der Turm schon neben mir. Das hier ist aber nur ein Prototyp, weil er ist einfarbig und wir wollten einfach mal gucken, passen die Einstellungen, passt die Schichthöhe, passt der Support, um einfach mal ein Gefühl für das Modell zu bekommen. Am Ende soll das Ganze mehrfarbig sein. Und deswegen habe ich mich auch für dieses Projekt für den Baumwolllab X1C Combo entschieden, weil er durch die AMS die Möglichkeit hat, mehrere Farben zu verarbeiten. Das Ganze geht bis zu 16 Farben in einem Druck, hat den kleinen Nachteil, je mehr Farben ich benutze, umso länger dauert das Ganze. Deswegen haben wir uns jetzt hier entschieden, das Ganze in zweifarbig zu machen. Das heißt, wir haben einmal den Turm, der grau wird und der Drache wird grün. Begonnen hat das ganze Projekt natürlich erstmal mit der Suche nach einem Modell. Ich bin also auf Thingiverse gegangen und relativ schnell bin ich dann fündig geworden und habe diesen Turm mit dem Drachen oben drauf gefunden. Den lade ich mir jetzt runter und dann öffnen wir das Ganze auch mal im Bamboo Studio. Hier in Bamboo Studio öffnen wir die Datei, die wir gerade heruntergeladen haben. Und dann sehen wir schon, dass wir hier unten rechts eine Nachricht haben, dass die Datei zu groß ist. Und wenn wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen, sehen wir, dass der obere Teil etwas dunkler ist. Und das bedeutet einfach, dass die Datei zu hoch ist und nicht in einem gedruckt werden kann. Das heißt, wir müssen das Ganze aufteilen. Aber das ist gar kein Problem, das können wir auch hier in Bamboo Studio machen. Dafür gehen wir hier oben auf das Zerschneiden-Werkzeug und dann sehen wir schon eine Ebene, die wir freisetzen können. Ich habe das Ganze ein bisschen runtergezogen, damit der Drache als Ganzes im oberen Teil ist. Sonst haben wir hier Teile vom Flügel, die einfach in der Luft schweben und das möchte ich verhindern. Und so sieht das Ganze auch schon gut aus für mich. Und damit wir das Ganze auch noch vernünftig ausrichten können, gibt es hier noch Verbinder. Mit diesen Verbindern kann ich ganz einfach Punkte auf die Oberfläche setzen, die mir am Ende helfen, das Bauteil ineinander zu setzen. Dafür brauche ich nur 2-3 Klicks und Bamboo Studio macht den Rest für mich. Wenn ich mit den Einstellungen soweit zufrieden bin, kann ich das Objekt teilen und wir führen den Schritt aus. Wie wir sehen, haben wir jetzt zwei Objekte und wir haben keine Markierung mehr unten in der Ecke. Damit das Ganze ein bisschen besser aussieht, mache ich jetzt noch eine zweite Druckplatte an und drehe mir den linken Teil noch ein bisschen zurecht, sodass er auch wirklich auf die Druckplatte passt. Und siehe da, die Meldung, dass das Objekt zu groß ist, ist verschwunden. Jetzt bekommen wir nur noch eine Nachricht, dass wir eine falsche Druckplatte ausgewählt haben. Das lässt sich hier oben links ganz einfach ändern. Und wir wählen die entsprechende Platte für PLA aus. Und jetzt meckert die Software auch nicht mehr und wir können weitermachen mit dem Anmalen des Bauteils. Ich habe jetzt noch nicht so viele Türme gesehen, die grün sind. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir die Grundfarbe auf Grau stellen. Wir haben ja nicht umsonst den Bambulab ausgewählt. Durch seine AMS können wir mehrere Farben auswählen. Und jetzt möchten wir, dass der Drache grün gedruckt wird. Dafür wähle ich hier oben das Farbwerkzeug aus und setze die Materialfarbe 1 auf grün. Jetzt klicke ich einmal auf den Drachen und zack, haben wir schon den Großteil des Drachens ausgewählt und der Drache wird jetzt grün erscheinen. Wenn ihr Infos haben wollt, wie ihr Material oder Druckzeit spart, dann schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich mache die Einstellung jetzt soweit fertig und wir sehen uns dann gleich, wenn das Ganze gesliced ist. Und jetzt, da das Ganze gesliced ist, sehen wir, wie lange wir für das Teil brauchen. In unserem Fall sind das jetzt 22 Stunden und 18 Minuten bei Standardeinstellung. Was jetzt auffällt, ist, dass wir noch kein Stützmaterial haben. Wenn man mal hier ein bisschen durch das Teil slicet, sehen wir, dass stellenweise Bereiche einfach in der Luft beginnen, wie beispielsweise in diesem Bereich hier. Das geht natürlich nicht und damit das Ganze funktioniert, benötigen wir Stützmaterial. Das Ganze können wir ganz einfach aktivieren, indem wir hier sagen, Stützen aktivieren. Und bei solchen Formen bin ich ein Freund von Baumstrukturen. Die lassen das Ganze ein bisschen schöner wirken und verbrauchen auch nicht so viel Material. Jetzt slicen wir das Ganze nochmal und dann schauen wir, wie lang die Gesamtdruckzeit ist. Bamboo Studio hat jetzt fertig gesliced und wir kommen auf eine Gesamtdruckzeit von einem Tag und 2 Stunden. Das kann man jetzt natürlich noch weiter optimieren, indem ich die Schichthöhe anpasse, die Anzahl der Wände oder auch mit dem Infill etwas runtergehe. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Jetzt, wo wir alle Vorbereitungen getroffen haben, können wir die Datei an den Drucker schicken und der kümmert sich um den Rest. Wie lange das Ganze dauert, ist ein bisschen abhängig von unseren Einstellungen. In unserem Fall hat das Ganze jetzt 2 Tage gedauert. Und wenn das Ganze dann fertig ist, dann haben wir hoffentlich einen funktionierenden Dice Tower. Und der Andreas freut sich.
Danke, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Welche Erfahrungen habt ihr mit mehrteiligen oder mit mehrfarbigen Drucken gemacht? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder mit ein und folgt uns, abonniert uns, damit ihr auch kein Video verpasst. Wenn ihr die Links zu der Druckvorlage haben wollt oder weitere Videos zum Thema Dungeons & Dragons, schaut gerne unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und happy printing!